Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich werde das ganze Video über total glänzen, weil es draußen super heiß ist mal wieder. Und es auch hier in der Wohnung gar nicht mehr abkühlt. Heute ist wieder Wochenende und Alex und ich... Frei! Wir haben sturmfrei. Unser kleiner Aufpasser ist nicht da. Wir können machen, was wir wollen. Nee, der Kleine ist bei Oma und Opa. Das wahrscheinlich letzte Wochenende, wo wir die Möglichkeit haben, so einfach zu zweit zu sein. Und wir werden mal überlegen, was wir heute machen bei der Hitze, weil eigentlich bin ich, wenn es so heiß ist draußen, nur zu Hause. Aber das wäre mir eigentlich heute viel zu schade. Na, was wollen wir machen? Wir gehen ins Kino. Ja, und tagsüber. Was? Gehen wir gleich Eis essen vielleicht. Echt? Ja, irgendwas, was abkühlt. Habe ich noch ein bisschen Wäsche zu tun und dann gehen wir auch essen heute Abend auf jeden Fall. Und ansonsten gucken wir einfach mal, was so passiert. Ich war übrigens am, wann war ich beim Arzt? Am Donnerstag waren wir wieder beim Arzt und die Frauenärztin hat gesagt, dass die Kleine gut gewachsen ist, also sie hat zugenommen, das ist sehr gut. Zwar jetzt nicht super viel, aber sie sagte auch, der Louis war ja auch sehr zart und ich bin ja auch nicht so Riese. Warum soll die Kleine dann auch großartig zunehmen? Aber ich weiß auch, auf Instagram haben ganz viele gesagt, dass man diesen Geräten auf jeden Fall nicht trauen kann, weil letztendlich die Kinder auch teilweise 500 Gramm entweder über dem geschätzten Gewicht waren oder darunter. 2,6 jetzt? Also sie ist sehr weit nach unten gerutscht mit dem Kopf. Die Wehen, die ich hatte, aus meinem letzten Video, von dem ich erzählt habe, oder vorletzten Video, jetzt 2 Wochen her, das waren auf jeden Fall die Senkwehen. Also sie sitzt jetzt wirklich sehr, sehr weit unten. Sie kann praktisch schon rausgehen. Ja, fast. So ein Wickeltisch ist übrigens auch super gut zum Falten, für Wäsche machen. Ist die perfekte Höhe, muss ich nicht bücken, hat schön viel Platz. So, es geht alles super. Guck mal, wen habe ich denn da? Holly, ignoriere mich einfach. Hm? Guck mal diese Kugel an. Puh. Heiß. Doch ins Kino zu fahren, weil eigentlich habe ich gedacht, nee, bei dem Wetter ist ein bisschen blöd, aber das Kino ist so schön klimatisiert und zu Hause ist so warm, ne? Können wir auch ins Kino gehen. Aber vorher wollen wir noch was essen und da gehen wir ins Saatgrün, das ist voll gut, ist in Düsseldorf. Die haben nur vegetarische und vegane teilweise auch Sachen. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, weil der Film schon... Wo fährst du denn lang? Ah! Oh, Leute. Jetzt hätte ich das fast auf Kamera gehabt, wenn du hier die Dingens da hochfährst. Unfall. Da ich professioneller Autofahrer bin, kann ich solche Situationen auch meistern, ohne einen Unfall zu fahren. Siehst du, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso. Ja, der Kinofilm fängt jetzt nämlich gleich schon an. Wir haben jetzt nur noch 1 Stunde zu essen. Toll. Was aber völlig ausreicht. Ja, für dich schon, weil Alex isst gerne und steht dann direkt auf. Und ich bleib gerne noch was sitzen. Kannst du mal normal fahren? Ich fahre doch da, hier war die Ampel rot. Ja, und unser Outfit of the Day. Outfit of the Day ist heute Jogger und Hausfrauenkleid. Und wir sind überhaupt nicht... fertig gemacht, aber das muss man auch mal gemacht genau, haben. Genau, who cares? Einfach, oh, einfach gehen. Mann,
Da kommt. So. Heute im Jogger-Style. Jetzt zum Essen. Lecker. Obwohl Alex eigentlich voll der Fleischesser ist. Ja. Mag er das da auch sehr gerne. Ne? Ja, weil das wirklich, es schmeckt auch lecker. Also da merkt man gar nicht, dass da gar kein Fleisch drin ist. Es schmeckt lecker, das Curry. Das ist meine Portion, die ist mittel. Ich habe die schön vollgepackt. Ich glaube, das kriege ich gar nicht alles runter. Und deins ist groß, sieht aber genauso aus wie meins irgendwie. Guten Appetit! Nein, ist voll. Wir waren gerade Eis essen. Und ich habe gedacht, ich nehme die Kamera da nicht mit hin, weil das, ist der ganze, das ganze Video dreht sich um Essen. Morgen gehen wir frühstücken. Das ist übrig geblieben. Schmeckt wie immer sehr lecker, nur bei mir passt nicht mehr so viel rein. Alex hat alles aufgegessen. Lecker, ne? Sehr lecker. Guten Morgen. Oder was heißt guten Morgen? Die Nacht war wieder eine Katastrophe. Ich bin 100-mal wach geworden und habe auch nicht wirklich richtig gut geschlafen. Ich war auch schon sehr früh wach heute und habe den Alex geweckt. Wir haben jetzt auch gerade erst so 8:30 oder so und wir haben schon gefrühstückt, schon draußen gesessen und Kaffee getrunken. Ich trinke übrigens immer einen koffeinierten Kaffee, weil ich sonst Herzrasen bekomme. Und ja, die Nacht war nicht so gut. Ich werde mich gleich noch ein bisschen hinlegen, weil ich jetzt schon wieder müde bin. Aber ich stehe jetzt hier in meinem Schrank. Und jeden Morgen stehe ich hier und habe überhaupt keine Ahnung, was ich anziehen soll. Und habe mir gedacht, ich zeige euch doch mal, welche Sachen sich auf jeden Fall gelohnt haben in der Schwangerschaft. Ich zeige euch einfach mal die Sachen, die ich wirklich sehr gerne getragen habe und die jetzt auch immer noch sehr viel wert sind für mich und die ich einfach wirklich immer noch sehr gerne anziehe. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Weil ich habe wirklich nicht mehr viel, was mir so passt und was auch gemütlich ist, vor allen Dingen auch bei der Hitze und so. Und ja, ist nicht so einfach. Aber die zeige ich euch jetzt. So, das ist einmal Kleid Nummer 1. Das habe ich auch schon sehr oft auf Fotos angehabt. Das ist kein Umstandsmodenkleid, das habe ich mal bei Mango gekauft. In der Größe M. Also wenn ihr das online irgendwo noch findet, das ist so gemütlich und so luftig und da ist noch so viel Platz und das hat eine tolle Länge und das ist schulterfrei, verdeckt so ein bisschen die Arme. Wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie komplett angeschwollen, dann oder die Arme gerne mal so ein bisschen versteckt, finde ich das sehr angenehm. Das habe ich sehr gerne getragen. Dann einmal dieser Maxi-Rock oder generell diese Maxi-Röcke habe ich sehr gerne getragen. Die sind wirklich super auch gemütlich und da kann man sehr viel mitmachen. Man kann T-Shirts anziehen, also Basic-T-Shirts oder so Crop-Tops und so. Also das ist auch ein Teil, was sich sehr gelohnt hat. Auch diese Röcke von Boohoo, die ich bestellt hatte, die wirklich sehr wenig Geld kosten. Der ist jetzt von ASOS und die von Boohoo, die haben, glaube ich, 18 Euro zusammen gekostet. Das war so ein Set mit zwei Farben. Den habe ich gekauft, auch in Größe 38 und da habe ich jetzt noch sehr viel Platz. Und dann hier dieses lange T-Shirt-Kleid, was hinten am Rücken so ein bisschen mehr ausgeschnitten ist. Das habe ich jetzt in XS. Das ist jetzt allerdings schon wirklich ein bisschen sehr eng. Dennoch kann ich es anziehen und habe es auch wirklich sehr gerne getragen. Dann hier dieses Streifenkleid. Und diese zwei Sachen hier von H&M, das ist einmal die Schwangerschaft-Leggings. Und diese Schwangerschaftssporthose, die habe ich auch sehr gerne getragen, kann ich auch jetzt immer noch tragen. Ich habe die auch zweimal geholt, weil ich die so gerne angezogen habe, in Größe 36. Und weil der Bauch jetzt da nicht mehr ganz reinpasst, das ist nämlich auch eine Sache, die ich euch sehr empfehlen kann, sind diese Gurte. Ich weiß nicht, wie die heißen. Hier, das sind diese Dinger, die man
also quasi nur einfach um den Bauch zieht. Da habe ich mir mal so ein Dreier-Set bestellt in so einem Creme, Weiß und Schwarz. Und dann kann man das halt damit verlängern oder auch ganz normale Basic-T-Shirts verlängern. Also die kann ich euch auch sehr empfehlen. Und ich schaue mal alles, was ich so online finde und ich euch empfehlen kann, ob ich das unten in der Infobox verlinken kann. Weil die Sachen haben sich wirklich sehr gelohnt bis heute. Ich bin voll kurzatmig. So, die Jalousien sind wieder runter. Es wird nämlich jetzt langsam wieder richtig heiß. Und kurz Schreibstil. Also Alex und ich, wir haben jetzt nicht mehr viel gemacht heute. Wir waren eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause, haben uns kurz Essen geholt und den ganzen Tag eigentlich nur Serien geguckt. Der Luis kommt jetzt auch gleich. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte zum Kino gestern, der Film war sehr gut. Es war auch sehr schön kalt im Kino. Aber die Sitze ist eine Katastrophe, wenn man schwanger ist. Also ich kann euch nicht empfehlen, ins Kino zu sehen mit so einer Kugel, weil es wirklich sehr ungemütlich ist. Und ich hatte super dolle Schmerzen im Rücken nachher und mein Bauch ist die ganze Zeit hart geworden und ich wusste gar nicht mehr nachher, wie ich sitzen sollte. Ich hatte auch nur mein Kleidchen an, also ich konnte auch die Füße nicht hochlegen. Es war alles ein bisschen sehr ungemütlich. Also ich finde, man sollte mal Liegen im Kino irgendwie einrichten, oder? Das finde ich mal eine coole Idee. Das wäre wesentlich angenehmer gewesen, denn die Sitze waren eine Katastrophe. Und deswegen war ich auch ganz froh, als der Film zu Ende war, obwohl der eigentlich ziemlich gut war. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Also wenn ihr hochschwanger seid, geht nicht ins Kino. Also Alex und ich, wir haben jetzt nochmal die letzten Tage wirklich sehr genossen. Das letzte Wochenende quasi zu zweit wirklich sehr genossen. Wir haben wirklich den ganzen Tag nur gechillt und wirklich gar nichts gemacht und haben jetzt auch noch so ein paar Stunden und die genießen wir jetzt noch. Und es ist zwar nicht das allerletzte Wochenende, aber jetzt so vor der Geburt auf jeden Fall, und danach wird es nicht mehr so einfach werden, mal komplett zu zweit ein ganzes Wochenende, also von Samstag auf Sonntag, zu verbringen. Auf Instagram haben viele gesagt, dass mein Bauch schon sehr nach unten gerutscht ist. Also wenn man mal sieht, der Weg nach unten ist jetzt nicht mehr so lang. Ich habe jetzt auch heute die Sporthose an, die ich euch gezeigt habe, aber die werde ich gleich ausziehen, weil es einfach zu warm ist. Genau, der Druck nach unten wird immer größer und ja, es ist wieder so unglaublich heiß. Ansonsten gibt es hier wirklich nicht viel zu erzählen. Ich bin jetzt die letzten Wochen sehr am Chillen und genieße einfach noch meine letzte Zeit als Schwangere und deswegen habe ich jetzt auch in diesem Vlog nicht so viel zu zeigen gehabt. Aber was soll ich hier großartig faken oder mir irgendwas überlegen, nur um den Vlog voll zu kriegen? Das fände ich jetzt auch nicht so gut. Und so ist es nun mal. Wie gesagt, ich schlafe sehr viel und bin viel am Chillen. Und ja, ich hoffe dennoch, dass euch der Vlog gefallen hat. Vielleicht war es der letzte, man weiß es nicht. Und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.